Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich weiß immer noch nicht, wo die letzte Attraktion ist. Wurde mir leider nicht gesagt, weiß wahrscheinlich kein anderer. Hoffe ich jetzt mal. Ansonsten bin ich jetzt sehr, sehr traurig, dass mir keiner gesagt hat, wo diese Attraktion ist. Ja, und deswegen werden wir es wahrscheinlich auch erstmal auslassen. Vor allem, weil ich jetzt auf der Rückseite bin und da nicht hinkomme. Also ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, wo diese Attraktion ist. Jetzt muss ich niesen, ich fasse es nicht. Kaum nehme ich auf, weißt du, geht's los. Ich bin allergisch auf Aufnahme. So. Schließe eine Kamera von Wavy Waves. Von Wavy Waves im Wavy Village. Wasserpark. Ich habe gerade gehört, wie übrigens Shiva aufs Dach gesprungen, auf den Schrank gesprungen ist oder versucht hat zu springen, weil da die Decker nicht sind. Er schießt mich doch nicht an. Hör auf mich anzuschießen. Bin nahezu unsichtbar. Ihr dürftet mich gar nicht sehen. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt quasi nach den Schildern zu gucken. Und da ist halt noch ein großes Schild. Ice Cream. Lockers. Eventuell das Schwimmbad hier. Ist es das? Baby Waves. Steht ja doch da, oder? Jetzt wollt ihr mich aber verarschen, oder? Da steht doch sogar Wavy Waves. Da. Ha! Oh! Die hab ich gefunden! Ganz alleine, ihr Schweine, ihr könnt mich mal. So, Zuschauer beleidigen. Mädchen. So. Okay. Dann müssen wir jetzt Skorpione finden. Ich denke mal, das wird eine der leichteren Aufgaben sein. Ich meine, hier muss das doch wimmeln von den Viechern. Ich muss mal kurz nachgucken. Ah, wie kann man vom Kacken so viel Energie bekommen, dass man eine Leiter umschmeißt? Ich weiß es nicht. Es ist ganz seltsam. So, da hinten ist wahrscheinlich nichts. Ja, gut, der Typ. Aber den kennen wir ja schon. Oh, guck mal, der ist sogar ein Boss. Der gibt mir bestimmt richtig Erfahrung. Der ist ein verdammt tanky. Junge! Was hältst du denn aus? Ausgewichen. Ey! Das ist unfair. So, 102 Erfahrung. Junge, Junge, Junge. Und mir wurde gesagt, neulich ist ja der, also schon länger her, aber ich ist gerade wieder realisiert, dass ich den Kopf abplatzen gesehen habe. Mir wurde gesagt, ich habe einen Perk, da steht halt drin, dass die Viecher halt explodieren können. Aber mit explodieren dachte ich eher so von wegen, ja, die Leichenteile fliegen umher, weil das passiert halt oft. Das sehe ich als explodieren an. Aber doch nicht, dass sie wirklich explodieren. Das hätte ich nicht gedacht. Naja. Jedenfalls, wenn das Rätsels Lösung ist, dann wissen wir jetzt, was passiert ist. Aber es muss verdammt selten sein, weil so oft explodieren die jetzt nun wirklich nicht. So, wo finde ich jetzt meine Skorpione? Wir hatten hier in der Ecke Skorpione mal gesehen, ne? Da müssten eigentlich welche zu finden sein. Und wenn wir... Ich denke mal, sobald wir den Skorpion haben, ich meine, der Jäger, da wird ja kein Problem sein. Wenn ich den eines Tages finde. Aber, ich denke, ich werde demnächst auch schon anfangen, die zweite Liste zu machen. So dass wir sie parallel halt schon mal anfangen können. Währenddessen wir erkunden. So, hier sind keine Gegner. Was bedeutet das hier auf jeden Fall... Oh, guck mal, da hinten ist was. Dass hier Skorpione sein könnten. Aber wir gehen mal zum Lager da hinten.
Weil da waren wir noch nicht. Und wir sind ja eher gerade eigentlich am Erkunden. Level 6. Was geht mit dir ab? Fällt dir schon auseinander, wenn ich ihn angucke? Na nee, gut, das heißt wohl keine Skorpione. Aber ich werde gesucht. Jetzt nicht mehr. So. Ab in den Wald. Oh, ist nur ein Glühwürmchen. Alles gut. Von dem müssen wir aber kein Foto machen, oder? Wo ist er hin? Vorsichtshalber. Ich weiß nicht, was wir bei den Kaulquappen machen müssen. So, da ich die auch nicht aktiviert habe, wissen wir jetzt nicht, ob das gezählt hat. Aber wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, auch Kampfflinte, wenn wir wirklich da mal die zweite Liste schon mal anfangen. Oder zumindest schon mal aktivieren. Aktivieren wäre schon mal eine gute Sache. Oder wir gucken uns das mal an. Einfach schon mal angucken. Was ist das hier? Achso. So, Kaulquappe. Opossum meine ich natürlich, Opossum, sorry. Erhalte eine Schatzkarte. Gut, die habe ich gerade bekommen. Kurz vor der Aufnahme habe ich was gemacht und dann whoop, hatte ich die Schatzkarte. Finde mit Hilfe, ja gut, das 5 Stück. Ich suche die wendige Höhle. Ah, das hört sich alles ziemlich spannend an. Töte Gegner mit Fatman. Hm. Das ist eigentlich ganz cool. Dinge zu besuchen und alles. Das finde ich ganz geil. Ist definitiv besser als das andere. Und das sind so viele Aufgaben. Alter Schwede. Verfolgen wir erstmal alles. Allein schon wandern. WTF? Was haben wir denn da schon gemacht? Koche Wasser. Ist Morris. Was Morris nicht irgendwie gekochte Gedärme oder so? Besuche den Ausguck in der... Oh! Immerhin. Aber wir müssen die Ausgucke besuchen. Das klingt doch schon mal ganz einfach. Na ja, gut. Passt ja zum Erkunden, ne? Oh, ich verhungere. Nicht hier was Neues. So, Hilfsmittel. Ach du Scheiße, das vergammelt alles. Also wenn wir es gleich noch schaffen, nachdem wir das besucht haben, gehen wir auf jeden Fall kurz mal nach Hause. Deswegen sammle ich kein Essen, weil alles mal verdorben ist. Macht alles keinen Sinn. Na, beeilen wir uns mal. Vielleicht können wir das noch umwandeln. In was Brauchbares. So, sind die Skorpione? Oh. Du bist auf jeden Fall kein Skorpion. Aber ich höre noch mehr von eurer Sorte. Knife's Edge! Huch, legendär. Stirb, bevor du dich heilst. Ha, geil. Das Junkies Pumpgun. Zunehmender Schaden mit steigerender... Ja gut, das Junkies halt, ne. Kannst du nicht viel machen. Okay. Das hab ich gehört. Sei ruhig. Ich muss kurz in die Option. So. Scheiß Radios, ey. Könnte ich einfach automatisch aus sein? Wo ist der schnelle Gäster? Oh, der steht da. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Ich höre noch einen. Jetzt schwören kann ich, ihr habt noch einen gehört. Hallo, hier bin ich. Komm und hol mich. Nö. War wahrscheinlich die Leiche, die noch irgendwie geröchelt hat. Ja, letzte Luft rausgelassen. Okay, die haben mein Bot auseinandergebaut. Die wollten sich wahrscheinlich einen Freund basteln. Und dann habe ich sie umgebracht. Armbrustbolzen, ja gut.
Ich will da hoch. Aha. Habe ich gefunden. Was haben wir denn hier? Masken. Viva will Masken, bevor wir die Station plündern. Manos Lungen sind nach seiner kleinen Aufklärungsmission ruiniert. Also ist das mit den Masken vermutlich keine schlechte Idee. Wenn du nächstes Mal rausgehst, nimm alles mit, was wir brauchen könnten. Gasmasken, Schutzanzüge, was auch immer. Ich will diese Station so schnell wie möglich auseinandernehmen. Chase. Ah, höchstwahrscheinlich das Raumschiff, ne? Weil das ist ja auch ein bisschen verseucht. Interweltler 9. Da drauf. Eine einzige Patrone? Nee. Ja, das zu diesem Ort hier. Obwohl, hier ist noch was. Ein Bett. Ich frag mich, wo die das herbekommen haben. Und von wo sie es bekommen haben. Ich meine, im Endeffekt hätten sie auch da bleiben können, oder? Anstatt so ein Bett über Kilometer zu transportieren. Super, hat sich voll gelohnt. Oh, ein Rezept. Ah, oh, kenne ich schon. Ich nehme jetzt Rezepte nicht mit, die ich schon kenne. Also, es sei denn, es sind so wirklich so einzigartige, die jeder gebrauchen könnte. Ja, was haben wir denn da? Ah, wir sind hier direkt daneben. Oh. Ist ja wirklich kein weiter Weg hier. Oh, ich müsste eigentlich nach Hause, aber ich will der Straße folgen. Ins Nichts. Die Straße ins Nichts. Vielleicht führt sie mich zu Skorpionen. Also brauchst du mal Skorpione, sind keine da. Also wieder mal typisch. Nicht zu gebrauchen, die Jungs. Ich habe auch in den vergangenen Folgen so viele Skorpione gesehen. Und was habe ich gemacht? Nix. Ich hätte einfach mal ein Foto schießen sollen. Oh, Dead End. Richtig tot. Hier ist ja nichts mehr. Bisschen Müll durchsuchen. Schade. Keine Pfandflaschen. Okay. Ich muss nach Hause. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss. Ärgerlich. Bin gerade voll auf dem Trip. Bevor wir jetzt gehen, kurz noch gucken, ob die noch gut sind. Die sind gerade noch so gut, ey. Muss zu einem Labor. Ah, scheiße, Mann. Und ich wette, ich komme jetzt beim Labor an und diese Dinger sind am Arsch. Das ist mein pures Glück. Die glücklichste Zero aller Zeiten. Weißt du, in real life habe ich richtig viel Glück. Ich könnte wahrscheinlich im Lotto gewinnen, wenn ich spiele. Tue ich aber nicht, weil ich das behindert finde. Aber in Spielen, Junge, habe ich dann Pech. Ich glaube, das hebt sich so gegenseitig auf. Wer in der einen Sache Glück hat, hat in der anderen Pech. So. Schnell zum Labor. Vielleicht kann ich da irgendwas noch draus basteln. So. Verstrahlte Flora. 10. Ich brauche 10. Und was brauche ich hier? Ein Blutblatt. Ein Blutblatt kriegen wir schnell zusammen, ne? Na gut, wenn wir schon mal hier sind, kümmern wir uns um das Blutblatt. Es müsste sich endlich im Wasser befinden. Ich hoffe, das hier ist Wasser genug. Aber wie bezweifle ich es? Seht ihr ein Blutblatt? Ich jedenfalls nicht. Ja, das ist kacke. Na geilo. Weißt du, ich spring runter und was passiert? Meine Basis wird angegriffen. Was stinkt denn hier so? Schmutziges Wasser. Ah, Blutblatt. Dann gucken wir mal, was da abgeht. Was geht denn hier ab? Alter Jungs. Bitte nicht unten. Bitte nicht unten. Das hört sich an wie unten.
Alter, lasst meine Basis in Ruhe. Gebt mir Kleber. Gebt mir Kleber. Nice. Oh, da ist ja noch einer. Noch mehr Kleber. Der ist sogar nur 15. Hä? Habe ich den hier gerade aus Versehen getroffen? Nee. Ja, eigentlich schon, aber er war schon tot. Also im Endeffekt hat es nicht viel gebracht. Ja. Kleber ohne Ende. Ich freue mich. Und meine Basis steht sogar noch. Wisst ihr, solche Angriffe sind in Ordnung. Angriffe, wo ich Kleber bekomme, finde ich top. So, dann machen wir uns mal einen Frosch im Glas, ne? Weil das ist ja auch noch drauf auf unserer Liste. Zack. So, wie stelle ich dieses dekorative Item irgendwo hin? Ist es jetzt in meinem Inventar oder ist es jetzt im Baumodus? Was ist es denn? Diverses? Wie Wissenschaftsprojekt. Hier nicht. Schrott. Hier nicht. Hilfsmittel? Kleidung? Okay. Das muss hier sein. Unter Sonstiges. Das ist doch Schwachsinn, oder? Was ist denn? Ein Bierfass. Wo ist denn dieses Kackding jetzt? Wanddekor. Ja, Wanddekor ist es ja nicht. Ist Tischdekor. Aber es gibt ja kein Tischdekor. Bodendekor. Was man sich nicht alles hier kaufen kann. Ich raste aus, Leute. Kennt ihr so Spiele, in denen einfach nichts erklärt wird? Was ist das hier? Ist es das neue Dark Souls oder was? Hier wird nichts erklärt. Ich meine, bei Dark Souls gibt es wenigstens noch eine Geschichte. Aber hinter diesem Glas gibt es keine Geschichte. Was soll ich wissen, wo das ist? Ja, super. Für immer verschwunden. Und hier ist es ja auch nicht. Ich meine... Warte. Vielleicht heißt es gar nicht Wissenschaftsprojekt. Es ist vielleicht das. Versucht mich Fallout wieder in das Licht zu führen. Froschglas. Froschglas. Okay. Okay, dann suchen wir mal nach Froschglas. Vielleicht werden wir fündig. Diverses. F wie Froschglas. Ha! Ich will den hier auch nicht ausrüsten. Aber wenn ich den ablege, ist das auch nur ein Stück Schrott, oder? Ja, aber... Ich weiß zu 100... Wir haben es schon gesehen in einem anderen Haus. Ey, weiß zu 100%, dass man es hinstellen kann. Ich will den Scheiß auch nicht ausrüsten. Was ist denn los mit dir? Okay, Leute. Wie werde ich das Ding jetzt los? Es hat zwar kein Gewicht. Ja, das ist nur ein Froschglas. Mir fehlt noch ein Frosch. Oder? Aber wie fange ich einen Frosch? Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung. Da gehen wir mal hin. Da könnte ein Legendärer auf uns warten. Und solche Events mache ich sehr gerne. Weil die sind wirklich unkompliziert. Das ist einfach so ein Popel-Legendärer, am besten 3 Sterne. Den knallst du um und dann kriegst du eine 3-Sterne-Waffe, die zwar scheiße ist, weil sie auf Level 5 ist, aber du kannst sie super verkaufen. So, okay. Ich brauche aber vorher...
Das hier muss ich aktivieren. Aber weißt du was, du gehst mir auf den Sack. Geh da weg. Ich will dich nicht. So. Wir müssen quasi ein paar Orte durchsuchen. Was natürlich ein bisschen nervig ist. Es gibt auch Quests, die einfacher sind. Weißt du, da gehst du hin. Dann würde gesagt, hey Junge, da ist irgendwo ein Legendärer in deiner Nähe. Knall ihn um. Und dann knallst du ihn um und dann ist das Event beendet. Aber bei diesen Events ist das Problem, dass du musst halt 4 Locations untersuchen. Und ich glaube, danach taucht der Legendäre erst auf. Aber währenddessen du das machst, kann jederzeit irgendein anderer Dödel kommen und sich denken, yo, dieses Event habe ich Bock drauf. Und dann geht er hin und sieht, ach, das ist ja fast beendet. Und der andere ist gerade auf K, weil er auf Klo gegangen ist. Oh, dann schnapp ich mir doch das Zeug. Haut ab. Haut doch ab. Seite 50. Geh weg. Huch. Ich bin mal weg. Oh Gott. Es ist zu viel. Oh Gott, ich häng fest. Ja gut. Mit meinen Schleichskills will ich hier nicht unbedingt durchrennen. Deswegen rennen wir einfach mal vorbei. Springen hier runter. Verstecken uns wie ein Feigling. Und dann hauen wir ab. Ha, ihr Pisser, damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Dies war die beste Taktik ever. So, und vielleicht, wenn wir Glück haben. Ah, nee, das ist ein Verbrannter. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, ist das ein Skorpion, aber. Vielleicht ein verbrannter Skorpion. Ich überlege gerade. Wenn wir nicht alle 4 zwingend untersuchen müssen, sondern dass dieser Verbrannte nur in einem von diesen 4 ist. Und wir wissen, dass bei einer Location Verbrannte sind. Oder dass da halt quasi der Big Boss eigentlich ist. Dann kann man eigentlich dieses Event auch ziemlich gut abkürzen. Was ist das? Nichts. Sei ruhig, du hast nichts gesehen. Ich will hier nur vorbei. Mir wieder spielen. So. Hier war es auch nicht. Glaube ich. Muss man den Legendären so finden oder wird einem da angezeigt? Das ist hier doch die Frage. War ich hier jemals drin? Wir merken uns einfach mal nationale Funkanlage. Das kommt mir nämlich nicht wirklich bekannt vor. Was zum Teufel habe ich da fotografiert? Ist das eine Kakerlake von der Rückseite? Die sind gelb? Also wir wissen, dass hier Verbrannte rumhocken. Und daher kann es doch sein, dass der Legendäre hier ist, oder? Irgendwo hier. Eventuell. Aber ich weiß, wie schnell die mich überrennen können, deswegen versuche ich mal so stealthy wie möglich hier zu sein. Wieso sind da noch 2 Punkte? Ich sehe da eine. Okay, es gibt 5 Punkte, aber nur 4 muss man untersuchen. Ist der gerade da runtergesprungen? Geht's dir eigentlich noch gut? So, die Frage ist, was findet den Ursprung? Ja, aber was soll man hier untersuchen? Wieso bist du Stufe 5? Als hätte man ein Kind fertig gemacht. Hä? Weißt du, die lungern 50er rum und dann ist hier so ein 54er. Aber ich wurde gesehen. Warst du gerade legendär? Du warst aber nicht gerade legendär und Level 4, oder? Nee. Ach, töte den Hordenboss. Er ist drinnen.
Okay, man muss wirklich nur die Location finden. Man muss nur alle Plätze untersuchen. Aber wieso steht da vier? Es gibt fünf Plätze? Du musst vier untersuchen? Und bei einem ist der legendäre? Das ergibt sowas von keinen Sinn. Hey. Shiba hat gerade den Stöpsel aus der Badewanne geklaut. Ja, das tut sie. Immer wieder. Der ist auf dem Dach. Ihr wurdet mal wieder voll verarscht. Der muss auf dem Dach sein. Weil mir sagt die Quest, ich soll rausgehen. Oder ich bin reingegangen und der Legendäre ist rausgegangen. Wenn das passiert ist, ne? Dann werde ich ihn teabaggen. Das hat er nämlich verdient. So, verarschen die mich? Ich glaube, es spawnen sogar unendlich Verbrannte, solange der Hordenboss noch steht. Level 1. Ja, ich werde hier verarscht. Weil wenn ich reingehe, sagen die mir, dass ich raus soll. Oder er ist im Keller. Sie sagen, ich soll irgendwo durch eine Tür gehen. Hä? Dafür klaue ich euren Ventilator. Das habt ihr verdient. Jetzt werdet ihr in der Hitze verbrennen, ihr Verbrannten. Es ist schon passiert. Das ist eine Zeitschleife. Oh, Stufe 40, Junge. Alles klar. Was bist du für einer? Eins. Ja, ich brauche kein Einser. Ich brauche Zweier und Nuller. Wo ist dein Boss? Sag es mir. Das könnte dauern, den zu finden. Ja, solche Quests gehen ganz schnell. Und schon sind 10 Minuten vorbei und ich suche hier im Haus. Das hatte ich noch nie, dass so ein Legendärer in einem Haus hockt. Ja, da geht's raus. Aber ich will ja nicht raus. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Das ist ja das große Problem. Wenn ich das wüsste. Wir hören uns so lange was an. Da läuft was. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. Wovon redest du? Ich weiß, unser Praktikum hat gerade erst angefangen, aber ich merke bereits, dass hier etwas faul ist. Zum Beispiel? Einige der Angestellten haben von unorthodoxen Dingen gesprochen und... Warte mal. Nimmst du das auf? Was zum Teufel? Was geht hier vor? Du solltest doch nicht auffallen und deine Forschung betreiben, Jonathan. Wartet! Was soll das bedeuten? Du musst jetzt mit uns kommen, Jonathan. Und wohin? Wahrscheinlich da, wo der Legendäre jetzt rumhockt. Das ist bestimmt Jonathan, den ich töten muss. Boah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier. Waren wir hier nicht gerade schon? Sind wir jetzt wieder am Eingang? Ich will doch nur den Boss töten. Was ist ein neuer Problem? Wo zum Fick ist der? Es tut mir leid, aber ich muss jetzt hier beleidigend werden. Der läuft ja gerade weg, oder? Kann das sein, dass der... Wenn das der Legendäre jetzt ist, Leute? Junge. Das kannst du niemandem erzählen. Die schicken mich hier in eine Hütte, währenddessen der Legendäre wegläuft. Zeit zum Sterben. Hilfe. Oh Gott. Ein Kampfbot. Ja.
brauche eventuell den hier. Das Event ist weg. Der liegt jetzt hier irgendwo und ich krieg den Loot nicht. Geil. Das ist doch nicht. Nee, das. Nein. Ich habe jetzt nicht hier eine halbe Stunde verbracht, um den Legendären zu finden, den ihr dann abgeknallt habt. Das ist nicht möglich. Jetzt halt doch mal die Fresse. Ich bin jetzt sauer. Das kannst du niemandem erzählen, oder? Jetzt geht doch mal weg. Was auch immer da, warum, keine Ahnung. Ich will den Ghoul sehen. Den Verbrannten, sorry. Wo ist der? Nee, ey. Die schicken mich in ein Haus? Nein. Nein! Oh mein Gott! Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Ich häng da rum und der läuft hier hin in den Tod. Wir sehen uns morgen wieder.